Ja, alles klar, Mike da, ja, ne, kein Ding, ne? Und Weed und Dope nicht, ne? Nicht. Oh, okay, jo, alle, kein Problem, Mike. Hi, ich bin MCSC und ich wollte euch sagen, Eventphone ist echt super und ich benutze das, weil das gibt da so geile Vanity Numbers, nennt man die. Ja? So ganz moderne Zeug. Total super, kann ich euch mal erklären, habe ich das hast vorbereitet. du Buchstaben hier über den Zahlen an dein Telefon und dann kannst du einfach nach den Buchstaben wählen, wenn du das nicht merken kannst. Ne? Zum Beispiel hier MCST, das wäre dann halt hier 6278. Ne? Also das ist nicht meine Nummer, könnte sie sein. So, ne? Ist total super. Und der, oder zum Beispiel, wenn man jetzt Glück hat und man heißt eben Hans, dann kannst du einfach 4267 dir registrieren, da können die Leute direkt Hans wählen, bist du dran. So, ne? Und ich hatte da jetzt auch schon mal Ärger, ne, damit es hier nicht zu Missverständnissen gibt. Nicht nur Hans, Männer gibt es gibt nämlich auch Frauennamen. Ne? Susi zum Beispiel ist ein Frauenname. Und da ist dann zum Beispiel 7874 kannst du da wählen. Und wenn die Susi das eben sie registriert hat, dann geht die da auch dann vielleicht dran. Oder ganz coole Sache ist auch Witz. Wenn man mal einen Knorke-Witz hören will, dann wählt sie ja 9489, kann sie keiner merken, wa? Aber Witz kannst du merken, rufst du an, geht es los. Also Leute auf dem Kongress, immer dran denken, Decktelefon mitbringen, Vanity-Nummer vorher registrieren. Nicht, dass er dann weg ist, gibt vielleicht auch mehr Leute, die das haben wollen. Und ja, das ist total knorke. Danke, Eventphone. Danke, Eventphone.